Überraschung in den USA, denn rund 30 Jahre nach dem Tod des weltbekannten Rappers Tupac Shakur hat die Polizei die Ermittlungen nun wieder aufgenommen. Das Las Vegas Police Department teilte mit, dass in der Stadt Henderson ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt wurde. Wonach und wo die Behörden suchten, ist allerdings weiter unklar, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Der damals 25-jährige Shakur wurde 1996 unter mysteriösen Umständen auf offener Straße in Las Vegas erschossen, als er zusammen mit dem Plattenlabelchef in einem schwarzen BMW saß. Neben ihm hielt plötzlich ein weißer Cadillac, aus dem dann die tödlichen Schüsse fielen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.